Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Minecraft hier auf dem Traincraft-Server. Und hier unten steht schon unser Zug und es. Dan, Ja, du hast hallo. immer noch so einen. Ja, was ist das eigentlich? Das ist so ein Sonnenlichterkenner oder so, ne? Der Sensor. Ja, genau, der Sonnenlichtsensor, Erkenner, Dingsbums, irgendwas da. Ja, und wir fahren jetzt heute mit dieser schönen neuen Lokomotive. Einige erinnern sich vielleicht an die Malat aus den älteren Versionen. Die sah ein bisschen hässlich aus. Ich glaube, das sagt der Askalord auch. Ja. Hallo, hier an Fahrdienstleiter Askalord. Ja, Fahrdienstleiter hört. Was sagen Sie zur alten Malat? Naja, es hatte schon einen Grund, warum die keiner gefahren ist, glaube ich. Ich glaube, hatten wir die. Nee, den IC4 haben wir verboten, ne? Ja, der ist mittlerweile auch ein bisschen C4, ja, und im verquältes. Moment ist auch der ICE verboten, weil der sorgt für Serverabstürze. Deswegen gibt es aktuell Fernverkehr nur Intercities. Und ab und zu mal ein ICE, wenn ich sage, okay, jetzt kann man es mal riskieren. Nee, aber zur Frage, weil das immer wieder gefragt wird, wie man mitspielen kann. Jeder darf mitspielen. Ganz einfach Technik-Launcher runterladen, da gibt es ein Modpack, das nennt sich TTCS Trainser Community, glaube ich. Und mit dem kann man dann einfach auf den Server joinen und wir fahren jetzt hier über die schöne aus Südhafen aus. Da hinten, ich glaube, da hinten sieht es aus, als ob Froschi da wieder irgendeine Signaltechnik Nein, ausprobiert. das war meine. Das ist deine. Das ist meine Testaufbau für Gleiswechselbetrieb-Blocksignale. Okay. Na gut. Jetzt fahren wir hier erstmal aus Südhafen raus, über die neu gebaute Brücke. Und ja. Sogar mit NE3 und NE2. Da müssten wir mal einen Abstand festlegen, wann die erste Tafel kommt, wann die zweite Tafel kommt. Ja, derzeit gibt es noch einen Bug. Der Dampf kommt nicht aus dem Schornstein bei der Malat. Aber naja. Da kann man, Sieht glaube ich, immerhin drüber. besser aus wie früher. Ja, das stimmt. Und das wird auch alles gefixt, definitiv. Ja. Das müsste sogar mittlerweile, glaube ich, gefixt sein. Nur ist die Version noch nicht draußen. Wie kommt denn ihr eigentlich darauf, dass der ICE zu Abstürzen führt? Weil schon öfters mal platziert wurde von unserem lieben Olli und der Server danach weg war. Okay. Ich mache mal den Shader aus. Das buggt nämlich gerade relativ rum. Und ja, die Brücke hat der Matze gebaut, also der Askalord. Genau. Man muss aber sagen, vor dem Serverabsturz stand schon mal eine da, die ähnlich aussah. Ja, die stand so 200 Blöcke weiter rechts. Jetzt haben wir gesagt, okay, dann ist die Strecke halt gerade wie ein Strich in der Landschaft. Nee, ein Strich in der Landschaft ist eigentlich relativ ungerade. Steht gerade wie eine Kerze im Wind. So. Ja. Das ist eine bekannte Metapher. So, wir müssen hier die Landschaft irgendwann mal wieder ein bisschen anheben, dass die Brücke hier unnötig ist. Ich bin schon dran, das alles mal ein bisschen ordentlich wieder umzubauen. Das ist gut. Ich war ja jetzt eine Woche lang weg. Ich war ja jetzt eine Woche bei meinen Eltern daheim. Hab Weihnachten gefeiert. Deswegen gab es jetzt auch ein paar Tage keine Videos. Ich konnte nicht alles aufnehmen. Ich bin nicht. Also es war mir. Ich war zu faul. Ich habe zu spät angefangen und ja. Ne? So. Bring mal ein bisschen Maxi hier durcheinander in seiner Stadt.
Da ist eine Kuh auf dem Baum. Ja, die sind da meistens. Die wissen einfach nichts mit Das sich ist anzufangen. die seltene Gattung der Kuhbäume. Die ist vom Aussterben bedroht, auf dem Server aber tatsächlich nicht. Oh, die Schweine auf der Brücke. Ja. Und du solltest auch demnächst nochmal an der Brücke vorbeikommen, die ich auch gebaut habe. Könnte sein, dass ich da schon drüber gefahren bin. Eine hängende Holzbrücke habe ich da mal gebaut. Da bin ich vermutlich schon lang gefahren. Wobei ich fahre jetzt durch den Quarried Stone Tunnel. Dann bist du schon vorbeigefahren sein. Vermutlich bin ich da schon vorbeigefahren. Dann sage ich, Wahrscheinlich. ja, ich bin da vorbeigefahren. Bin jetzt nämlich schon in Leere. Ich fahre jetzt unter der Brücke von Maxi durch. Ja, ich sehe dich. Ich war mal so frei und habe dir mal die Signale auf grün geschalten. Jo. Für Ach, Gedenksinn. kann man jetzt? So, ich habe einfach nebendran Signaltechnik. Ach so. Bremsen ist auch gut. So. Ich finde es aber schön, jetzt steht hier auch mittlerweile überall dran, Gleis 1, Gleis 2, Gleis 3, Gleis 4. Man muss immer noch über die Gleise laufen. Ja gut, da ist Maxi ja in der Bringschuld. Ja. Gibt's kein DB Station mehr. Nee. Da muss man dann halt einen Bahn, einen schienengleichen Übergang bauen. Die eine Schranke schließt, glaube ich, in die falsche Richtung. Ja, auch das, ja. Das ist Maxi seine. So. Dann halten wir mal vor dem nächsten Signal an, weil das hat Halt gezeigt. Ich bin leider am gucken, warum eigentlich Software eigentlich nein. Weiß nicht, hat Froschi diese Technik im Eurotunnel mittlerweile dahingehend umgebaut, dass sie in der Regel grün zeigt? Glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Gut, dann Spiel gerade mal den nächsten Block ab. fordere ich jetzt einfach beim Fahrdienstleiter Matze einen Befehl ein. Der guckt gerade mal, ob der überhaupt freie Strecke ist. Oh! Gut. Ich glaube, ich weiß, warum da was ist. Okay. Eieiei. Okay, du hast Befehl, langsam Fahrt am nächsten halt zeigenden Signal. Auf Also Sicht. fahren auf Sicht. Ja, und kann es sein, dass du schon mal eine Melat hattest? Könnte sein. Ja, aber ich glaube, ich habe sie gefunden. Ah, nee, sie scheint oben. Von oben zu kommen. Hier stehen auch ein paar Züge rum. Ach so, Verschiedene ja, Züge. da oben auf dieser roten Brücke, da hatte ich einen Zug von mir abgestellt, ja. Ja, der ist jetzt nicht mehr oben. Wie, Da der ist wurde nicht was mehr oben. abgebaut. Ja, du wirst gleich sehen, sobald du um die Kurve rumkommst und über die Brücke fährst. Wir bräuchten dann demnächst mal bitte einen Schienenkran. Danke. Die sind alle in Urlaub. Am besten mit einem Schwimmer. Mit einem Schwimmer. Ja, kann schon mal gucken. Ich glaube, der ist erst wieder im Frühling verfügbar. Oh. Ja. Oh. Gut. Na gut. So. Ich würde sagen, es ist Ab hier wie ist er wieder grün. eine Situation, aber ich sag's dir aber nicht. Das hat mich auch gerade ein bisschen gewundert, als ich da drüber geflogen bin, so, hä? Wo kommt denn die her? Lass uns nochmal nächste Linie Interessant, ab. auf jeden Fall. So, und der Tunnel hier wurde jetzt auch wieder repariert. Ja, ich habe ihn wieder auf den alten Zustand. Das ist schön. Leider noch keine Notausgänge, weil das war mir dann doch zu viel Arbeit noch.
So, jetzt muss ich doch mal durchlesen, was da so geschrieben wurde. Wow. Aber schöne Fahrt bis jetzt, ja. Durch den Tunnel. Der ist ein bisschen lang. Also mittlerweile gefällt mir tatsächlich diese Idee einer Umfahrungsstrecke tatsächlich. Gut, den können wir ja als Schnellfahrtunnel noch weiter behalten. Ja, eben, aber Das andere so als Altbaustrecke. das Problem ist, Ich weiß auch nicht, was mit Caesar oh, jetzt los ist. dann müsste man aber Imperia umfahren. Na gut, man könnte ja noch einen Zweitbahnhof hinten bauen. Oder? Machen wir einfach das Imperia Bahnhof zu Imperia Paradies und das andere Imperia Hauptbahnhof. Genau, Imperia, so jener Paradies. Ja. 60, dann bremsen wir mal runter. Einfach müsstest du schon haben. Ja. Jetzt wäre der Andi natürlich klasse. Unser Aushilfsfahrdienstleiter, der noch in der Ausbildung ist. Könntet ihr auch ein bisschen lernen. Genau. So, die Einfahrt steht, ja, die Ausfahrt noch nicht. Nein. Ausfahrt muss ich warten wegen dem BÜ. Ja, frohes Neues draußen. Ach, schießen Sie auch schon Raketen, oder? Ja, ich habe gerade einen Böller gehört. Das ist bei mir schon seit Donnerstag. So, wir stehen natürlich noch vor dem schienengleichen Übergang. Jetzt gucken wir mal. Carter Murphy fährt mit Lim Marco, der Alice Werner, der Lego Steve. Wegen dir ist der Zug so schwer, oder? Moment mal. Ich glaube, ich muss etwas ablegen. Dein Ah, Chef, so, jetzt Kebab. passt Die es. ganzen Kebabs. Jetzt mal gucken. Oh Warum habe ich so große Emotionen? ja. Ach, Lego Steve holst du nicht. Jetzt ist der Zug wieder so schwer. So, jetzt sieht man mich auch mal. Jetzt bin ich auch mal aus der Sichtbarkeit raus. Das sind lecker Kebab. Ein Platz ist sogar noch frei bei dir im Zug. Ja. Ich habe übrigens auch die Strecke zwischen Neukirchen und CC mal ein bisschen schöner gemacht. Okay. Bisschen Baumschnittarbeiten, noch ein paar Extras eingebaut. Das Einzige, was mich ein bisschen traurig stimmt, ist, wo ich jetzt dringend noch mal dran arbeiten muss. Ich weiß gar nicht, hat irgendjemand was von Cookie-Zentrale gehört? Ist der irgendwie weg? Ist der im Urlaub? Cookie war eigentlich jetzt die Woche über da. Ich Okay. glaube, der ist jetzt weg. Für Silvester und so. Na, Groß Neues! da hat es Schwuppen ja gerade nochmal Hat Glück man's gehabt. gehört? Hat man's gehört? Leichten Schlag hat man gehört, ja.
Ja, die feiern da draußen anscheinend schon. Oh. Muss auch Grünschnitt gemacht werden. Hier ragen die Bäume über die Schienen. Wer hat eigentlich hier unten diese? Das ist bestimmt Timo seine Bahn, oder? Das ist Timo und Frosch. Das ist die Museumsbahn Neukirchen, wo auch normale Spieler ohne Zulassung drauf fahren dürfen. Was ziemlich Die kurvig endet in dem und oberen Bahnhof. langsam ist. Ja. Also mit dem ICE brauchen wir da gar nicht erst. Ich glaube, wir machen da mal eine Sonderfahrt mit der V60. Ja. Oder mit der KÖV. Die Stadt hat So. sich jetzt auch mittlerweile schon sehr geändert hier in Kirchen. Okay. Es Kann gibt das neue bauen. Gebäude, neuen Spawnpunkt. Das Rathaus ist jetzt im Bau von Spieler. Bilder LS werden doch nicht aussteigen. Ah, doch. Doch, raus. Hossa, das Stan, kennst du Chaos in De Chaos auf Deponia? Chaos auf Deponia. Also du wirst mit Sicherheit die Deponia-Reihe kennen. Deponia sagt mir was. Das ist Ja. hier dieses mit von Dedelic, was Gronkh da immer gespielt hat, hier mit Rufus und so. Okay. Und da gibt es in Chaos auf Deponia eine Stelle. Ja, und wo soll ich denn wohnen? Hussa, wie wär's mit Heilbronn? Und ich muss da immer an dich dran denken, so. Auch wenn du nicht in Heilbronn wohnst, aber. Die Brücke habe ich auch geändert, sie ist etwas breiter Würde geworden. ein überirdischer Bahnhof nicht eigentlich besser zu Neukirchen passen? Wäre schwer jetzt umzusetzen. Huch. Okay. Ach, ja, das ist auch eine Neuerung von Timo. Du hast da jetzt einen Magneten. So, jetzt darfst du weiterfahren. Da ist eine Bremsschiene verbaut. Ja, warum? Ja, er testet gerade, falls Züge führerlos durch ein rotes Signal fahren wollen, dass es dann entsprechend gebremst wird. Ist mir vorher auch passiert mit meinem Güterzug. Zum Glück entgleiste er ja nicht. Er wird ja bloß gebremst. Ich habe mir das Knie gestoßen bei dieser Vollbremsung. Aua. Hier habe ich mal unser altes Gleis wieder verlegt. Stückchen für Stückchen zumindest. Ja. Der Koffer ist runtergefahren. Hier liegt auch noch das zweite. Und mit dem Zügchen ist einer auf dem Prellbock, das kriegt man leider nicht mehr raus. Ja, das ist jetzt halt einfach so die. Ja, die ist abgeschlossen, damit kann man nichts mehr. Gut, das macht eigentlich sogar Sinn. Einfach so mal Verrottet einfach irgendwo so was hin. platzieren.
So, rein theoretisch müsste ich über die Schwarzwaldbahn fahren können. Will ich jetzt aber gar nicht. Theoretisch ja, praktisch müsste ich es dir stellen. Ja, ich weiß aber gar nicht, ob die Fahrstraße noch eingespeichert ist. Also in die andere Richtung war es nicht. Aha. Ich Aber schau grad mal naja. vor. Ich guck grad mal, ob dein Stellwerk noch Funktion ist. Es hat die letzten Tage ein bisschen gezickt. Okay. Ja, ich muss die Technik da nochmal angucken. Funktionieren Aber tut das. Funktionieren tut das Stellwerk. so alles cool. Es muss halt nur richtig bedient werden. Rein theoretisch müsste es jetzt hinter dem Zug auch auf Rot fallen. Und der Bahnübergang scheint gesichert. Naja, nicht ganz. Ja, wegen dem Chunk. Das sind ja Chunk zusammen. Jetzt, das sieht schon. So. Gut. Jetzt fahren wir noch bis Community City. Dann sehen die Leute ja gar nicht den neuen Tunnel. Was? Gibt's einen neuen Tunnel? Ja, unsere neu gebaute Ach Strecke so, dort. die neu gebaute Strecke könnten wir beim nächsten Mal zeigen. Und du fährst bis DB-Mission. Nee. Dann habe ich was für die nächste Folge. Müsst ihr so sehen. Ja, okay. So, dann wollen wir jetzt mal gleich wieder auf 160 beschleunigen, sobald der gesamte Zug dran vorbei ist. So. Jetzt brauchst du noch einen Roadrunner. Map. So, hier sieht man auch schön mittlerweile die entstehende Straßenbahn. Die fährt sogar schon. Ja, die schon. Die fährt schon. Die Spieler betrieben oder Spiele ist automatisch? betrieben im Te in Testfahrt, ja. Oh. So, dann sind wir gleich in Community City. Das sieht man mal. Du bist eine Woche mal nicht da und schon ändert sich alles. Ja. So, Einfahrt mit 70. Ja, wir sind schon runtergebremst auf 60. Oh. Community City ist der Stuhl weg. Was ist das für eine Frechheit? So, dann bleiben wir mal vor dem Signal stehen. Und damit hätten wir die heutige Folge auch geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann zeigen wir euch den neu gebauten Abschnitt. Und ja, ich würde sagen, bis dahin und bye bye. Bye. Tschüss.